weil da die Menschen sind, die sonst nicht den Weg zu Verbraucherschutz und verbraucherzentralen Einrichtungen finden, weil wir konkret helfen können, sowohl im Einzelfall wie auch manchmal präventiv. Naja, dann, wenn wir in einer heilen Welt leben würden, wenn es keine Abzockermodelle mehr gäbe, wenn die Menschen mit ihrem Geld wirklich gut hinkämen, wenn es auch Nachhaltigkeits- oder ökologische Kriterien leicht berücksichtigt werden können im Konsumalltag. Ich befürchte nur, der Weg ist noch weit. Da zu sein und die Sprache zu sprechen, die die Menschen verstehen, wirklich die Probleme zu adressieren, die vor Ort das Leben schwer oder teuer machen. Und wenn wir das erreichen, dann kann man den Menschen helfen, nützlich für sie sein. Das würde ich sagen, ist das Wichtigste.